Es findet ein großartiges Education-Projekt statt mit ungefähr 15 Jugendlichen der Katharinenschule, mit denen wir zusammen ein Konzert machen. Das Konzert heißt Vision, denn es geht darum, was hat man für Visionen? Was hat man für Visionen von Konzerten? Wie sollten Konzerte sein? Was für Musik höre ich und wie kann ich die auf die Bühne bringen? Und mit diesen 15 Leuten gestalten wir ein Konzert, und zwar von Anfang bis zum Ende. Wir überlegen uns, wie sollen die Leute sitzen, was sollen die Leute zu trinken haben. Wir gucken, wie das Licht ist und fahren das Licht auch selber, beziehungsweise die Jugendlichen fahren das Licht selber. Der spannendste Moment in so einer Woche ist ja dann, dann war es für uns so, wir haben die erste Hälfte in der Schulaula geprobt. Das war irgendwie in gewohnter Umgebung, irgendwie im sicheren Hafen. Und dann der große Umzug, wo es eigentlich stattfinden wird, die Venue, der Konzertort. Und dann wird es ernst und plötzlich entsteht auch eine ganz andere Spannung. Also es wird irgendwie im wahrsten Sinne halt für alle ein bisschen elektrisch. Also man muss Lichter aufhängen, man muss Kabel verlegen und es wird ein bisschen anderes Stresslevel, weil man merkt, okay, morgen wird das passieren. Leute, es muss jetzt einfach alles dastehen, es muss funktionieren. Wir müssen das jetzt proben und die Zeit wird ein bisschen knapp. Wir haben dieses Projekt gemacht, weil ich irgendwie immer das Gefühl hatte, Education-Projekte, da sitzen oft so Leute wie ich, die irgendwie sich vorstellen, was wohl Jugendliche bestimmt an klassischer Musik toll finden könnten und dann irgendwelche Projekte machen. Dann kommen die Jugendlichen, hören zu und gehen wieder und irgendwie habe ich gedacht, das ist nicht so richtig Podium. Wenn wir ernst machen, was wir eigentlich meinen, dann müssen wir die irgendwie einbeziehen, dann müssen die auch eine Rolle kriegen. Und haben gedacht, wir drehen den Spieß um, wir holen uns 15 Jugendliche, von denen wir eigentlich lernen können, was wir bei Konzerten immer noch nicht so cool machen. Also mir hat gefallen, dass wir die Flyer machen durften, also selber gestalten durften und dass wir zusammen geprobt haben. Der Grafikdesigner ist gekommen und dann haben wir erstmal Informationen gesammelt und der Titel der Konzerts heißt Vision. Und dann müssten wir so alle eine Skizze machen und dann habe ich so eine, ich dachte, Vision und Augen. Und dann habe ich so eine kleine Skizze gemacht und dann hat er das auf einem Papier gedruckt und dann haben wir es alle ausgemalt und ausgeteilt. Wir haben danach gemerkt, dass wir ein gutes Team sind, haben zusammen gearbeitet, haben zusammen geplant, was wir machen, haben dann auch geguckt, was für Talente wir selber haben und haben natürlich auch ein paar Talente entdeckt. Produzieren einfach Sachen, die relativ dicht bei ihrer Lebenswelt irgendwie anschließen. Das war eine Idee, um zu sagen, wir fassen was auf, was jeden beschäftigt, sei es ein Klingelton. Das löst was in denen aus. Das ist meine Hoffnung. Ich will nicht, dass die alle hinterher Musik studieren oder Mediengestalter werden oder so. Das ist gar nicht der Punkt, sondern eher, dass sie merken, sie sind ernstzunehmende, coole Konzertmacher.